Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Minecraft. Einige Leute von euch kennen sich mit Minecraft sehr gut aus, aber müssen auch verstehen, dass es wiederum Leute gibt, die sich nicht so gut mit Minecraft auskennen. Und es haben mich nun genug Leute gefragt, hä, wie macht man bitteschön so eine Map? Und einige von euch werden sich natürlich die Hand vor dem Gesicht klatschen und denken so, oh Gott, wie kann man das nicht wissen? Wie kann man das nicht wissen? Das ist traurig. Nein, ist es nicht. Jeder von euch hat ja mal irgendwann Minecraft zu spielen angefangen. Es gibt Leute, die wissen nicht, wie sowas geht und hey, schämt euch nicht dafür, auch ich wusste nicht, wie sowas geht, aber ich zeige euch, wie es geht, es ist nämlich ganz einfach. Ihr braucht eine Map, die ihr euch erstmal aus eurem Inventar holt, so, aber ich würde gleich schon mehrere Maps nehmen. So, ich habe nun meine Map, alles klar, und jetzt mache ich Folgendes, ich fliege nun irgendwo hin, mache einen Rechtsklick auf die Map und erhalte die Map. So, ihr seht mich an der kleinen weißen Position, die sich da dreht, das bin ich, aber jetzt fliege ich so lange zur Seite, bis ich kein Pfeil mehr bin, sondern so ein komischer Punkt bin. Sobald ich diesen Punkt bin, mache ich nochmal einen Rechtsklick auf die Karte und erhalte ein weiteres Segment der Map. Nun sollte ich so lange fliegen, ihr seht oben rechts, bis die Map komplett ausgefüllt ist. So, und jetzt fliege ich wiederum weiter, und zwar nach unten fliege ich diesmal und warte, bis ich wieder ein Punkt bin. Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Hilfe, ah, das ist das Haus. So. Jetzt bin ich an Punkt, mache wieder einen Klick auf die Map. Guck mir die Map an, alles klar, das ist dieser Bereich. Auch hier sollte ich wieder so weit fliegen, dass einmal der gesamte Bereich, ihr seht, dass rechts unten komplett ausgefüllt ist. Und jetzt fliege ich nach links, weil mir fehlt noch der linke Teil. Das solltet ihr möglichst im Kopf behalten, was ihr bereits quasi als Map habt oder nicht habt. So, und jetzt haben wir vier Teile der Map. So, und das Geheimnis, wie man die Map nun anbaut, ist ganz einfach. Ihr nehmt ein Item Frame. An dieser Stelle nehmen wir dann vier Item Frames und müsst jetzt das Ganze noch richtig sortieren. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Nee, nicht ganz. Nummer 3, Nummer 4. So, und et voilà, schon habt ihr ein ziemlich cooles Map Overview. Für die Leute, die es auch noch nicht wissen, gibt es noch zwei weitere Sachen, die man wissen sollte bezüglich Maps. Und zwar, erstens, ihr könnt Maps vergrößern und verkleinern. Indem ihr eine Map nehmt, könnt ihr mit einem Rechtsklick einmal diese Map erstellen. Uhu, wir sehen die Map. Und nun müssen wir aus dem Inventar Paper holen und wir brauchen ein Crafting Table, also eine Werkbank. Die stellen wir nun hin, packen unsere Map in die Mitte und umhüllen sie mit Papier und erhalten eine weitere Map. Und ihr seht jetzt schon in dieser Map, dass diese Map weiter rausgezoomt ist. Die Auflösung wird natürlich dadurch um einiges schlechter, aber die Map ist um einiges rausgezoomt. So, den Vorgang könnt ihr selbstverständlich nochmal wiederholen. Und wenn ich das richtig sehe, diesen Vorgang könnt ihr, glaube ich, sehr, sehr oft wiederholen. Mike, ihr seht, die Map ist noch kleiner geworden, immer verpixelter. Kann aber manchmal sehr, sehr hilfreich sein, wenn ihr vor allen Dingen große Biome erkunden geht in einer Welt und wollt da eine Übersicht haben, um allgemein zu wissen, wo ihr in der Welt seid. So, ihr seht ja hier, da ist was Buntes, das heißt, dementsprechend ist da mein Haus. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hinfliege, ja, machen wir mal ein bisschen schneller. So, wir sehen, hier kann ich auf dieser großen Karte sehen, wo Eis ist, wo was anderes ist. So, letzte Kleinigkeit. Durch Drücken der Taste F könnt ihr die Map in die linke Hand nehmen. Das wissen viele ja auch nicht, dass es seit der 1.9 die linke Hand gibt, die man mit F ansteuern kann. Und so habt ihr ein kleines Map-Overview, was ihr nun rechts links, wo es bei mir eine bisschen rechts, links unten bei euch in der Ecke anzeigen lassen könnt. Für einige Leute, die PvP-Spiele spielen, ist das manchmal sehr, sehr, sehr hilfreich. Ihr seht jetzt ja, links unten habe ich eine kleine Map-Overview. Jetzt könnte ich theoretisch noch ein Schwert in die rechte Hand nehmen und yeah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich hoffe, ich konnte einigen Leuten von euch helfen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das wusstet oder noch nicht wusstet und bis bald.